Nach über 500 Frauen, denen ich bereits geholfen habe, abzunehmen, habe ich drei Sachen gelernt, die du niemals machen solltest, wenn du abnehmen willst. Das heißt, wenn du einen flachen Bauch bekommen willst, dann bleib auf jeden Fall dran und hör mir bis zum Ende zu. Als allererstes, tu mir bitte den Gefallen und iss morgens nie zu viele Kohlenhydrate. Kohlenhydrate machen nicht dick, aber morgens zu viele Kohlenhydrate zu essen, ist sehr, sehr unnötig und wird dir das Leben schwer machen. Kohlenhydrate sorgen dafür, dass dein Blutzuckerspiegel hochgeht. Dann schüttet dein Körper Insulin aus und der schießt wieder runter und du wirst danach müde, träge, bekommst aber auch vor allem Heißhunger. Das heißt, du kennst es selber, wenn du ein bisschen an Kohlenhydrate isst oder viel, bekommst du relativ schnell danach wieder Hunger. Das heißt, wenn du morgens viele Kohlenhydrate isst, wirst du im Laufe des Tages sehr von Heißhungerattacken geplagt werden und es wird sehr schwer zu sein, das Ganze durchzuhalten. Zusätzlich ist es so, dass du dann quasi für den Nachmittag, Abend, wenn du sie eigentlich brauchst, nur noch sehr wenige bis gar keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung hast. Das heißt, wenn du dann beim Abendessen sitzt mit dem Partner, du bist vielleicht auf der Couch, du bist vielleicht im Restaurant und willst dann was Leckeres essen, wie Nudeln, Pizza, dann ist es nicht mehr möglich, weil du keine Kohlenhydrate mehr offen hast quasi. Das heißt, du dürftest es eigentlich nicht mehr essen, wenn du abnehmen willst. Und das ist Quatsch. Es macht viel mehr Sinn, am Morgen vielleicht moderat bis wenige oder teilweise gar keine Kohlenhydrate zu essen und eher vielleicht eiweißreicher und sich das für den Nachmittag und den Abend aufzusparen, wenn du es wirklich brauchst. Aus sozialem Grund, wenn du essen bist mit der Familie, wenn du vielleicht ein bisschen Heißhungerattacken hast und auf der Couch ist was Leckeres, brauchst vielleicht ein Brot, vielleicht Nudeln, vielleicht mal ein paar Snacks, die kannst du dann immer noch essen. Du kannst die Sachen immer noch essen und kannst dann trotzdem super abnehmen. Deswegen merk dir diesen Tipp. Der zweite Tipp ist auch sehr, sehr wichtig. Hör mir auf jeden Fall zu. Meine Verlobte, die Sarah, war damals meine allererste Coaching-Teilnehmerin und ich habe ihr geholfen, über 14 Kilogramm abzunehmen. Ich blende jetzt hier nochmal dieses Vorher-Nachher-Bild ein. Und bei Sarah war das damals auch so, sie wusste eigentlich schon grundsätzlich, worauf es ankommt, hat auch dann Kalorien gezählt, um abzunehmen, und das macht auch hier und da Sinn, um sich einen Überblick zu machen, aber es war teilweise zu sehr auf Krampf. Das heißt, sie hat sich zu sehr eingeschränkt und zu sehr verzichtet. Wir haben dann zusammen ein Konzept für sie eingebaut, was ihr geholfen hat, nicht mehr so zu verzichten und sich auch immer noch mal was Gutes zu gönnen und immer noch mal leckere Sachen zu essen. Sie isst jetzt jeden Abend vorm Schlafengehen quasi so ein Eis, so ein Cornetto-Eis und hat trotzdem einen super schönen flachen Bauch, schlanke Beine und behält die auch easy jetzt seit über 4,5 Jahren. Das heißt, sowas ist easy machbar, wenn du dich nicht zu sehr verkrampfst. Du solltest nicht auf Krampf Kalorien zählen. Das heißt, nicht jedes einzelne Salatblatt irgendwie abwägen mit Yazio, MyFitnessPal, alles tracken. Dieser Krampf macht keinen Sinn und ist nicht dauerhaft durchhaltbar. Du solltest dir auch immer noch mal was gönnen und immer noch mal die Möglichkeit haben, vom Plan abzuweichen. Wenn du zum Beispiel für heute die Lebensmittel schon eingeplant hast, aber du wirst spontan gefragt, ob du zum Abendessen mit deinen Freundinnen zum Italiener gehen willst, dann solltest du in den meisten Fällen nicht immer Nein sagen. Du solltest auch mal Ja sagen, auch wenn es nicht nach Plan geht, weil sowas ist Freiheit. Sowas ist Leben. Wir sind alle keine Aliens. Wir sind alles normale Menschen mit normalem Alltag, mit normalem Leben. Wir wollen immer noch diese leckeren Sachen essen und auch spontan sein. Und das sollte immer noch machbar sein. Das heißt, verkrampf dich nicht zu sehr, verzichte nicht. Die Sarah hat mittlerweile mehrere Kochbücher rausgebracht mit dem Motto und dem Namen Fit ohne Verzicht. Und so sollte es bei dir auch sein. Du solltest natürlich fit werden, schlank werden, einen flachen Bauch bekommen, wenn du das willst, ohne großartig zu verzichten. Sowas wie Nudeln essen, Pizza essen, Stückchen Schokolade, sollte immer noch erlaubt sein. Wenn du gerade irgendwas machst oder überlegst, eine Diät zu machen, zu einem Personal Trainer zu gehen, was auch immer, und die Aussicht besteht, dass du sowas nicht mehr machen kannst, nicht mehr leckere Sachen essen kannst, verzichten musst, dann lass es bitte direkt sein. Das macht keinen Sinn. Frag dich bei dem immer, was du machst, könnte ich es theoretisch für den Rest meines Lebens durchhalten? Und wenn die Antwort nein ist, dann lass es lieber direkt sein. Mir geht es wirklich mittlerweile echt auf die Nerven, wenn es da irgendwelche Influencer gibt, Influencerinnen, die dir vorschreiben, dass du immer, keine Ahnung, wie ein perfekter Mensch leben musst, wie so ein Hochleistungssportler. Du musst irgendwelche fancy Lebensmittel essen, irgendwelche fancy Sachen mit komischen Lebensmitteln, alles natural, irgendwie, keine Ahnung. Das hält doch keiner dauerhaft durch. Du solltest immer noch ganz normale Sachen essen können, trotzdem abnehmen. Das ist immer noch machbar. Es nervt mich einfach. Genauso nervt mich diese ganzen Diäten, die sagen, hey, du sollst alles nur noch in Punkte umrechnen und keine Ahnung, das Lebensmittel, was du gerne magst, wie zum Beispiel Nudeln, das hat dann irgendwie 10.000 Punkte und du hast das Gefühl, nie essen. Das macht für mich meiner Meinung nach keinen Sinn. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren über 500 Teilnehmern geholfen, einen flachen Bauch zu bekommen, abzunehmen. Und keiner von denen zählt irgendwelche Punkte. Und keiner von denen hat ein Lebensmittel, was verboten ist. Jedes Lebensmittel ist erlaubt. Und das sollte immer noch so sein. Kein Lebensmittel ist verboten. Und das sollte immer noch so sein. Der letzte wichtige Tipp, der für dich extrem wichtig ist, hör mir zu, ist, bitte nicht zu wenig essen. Das ist ein sehr, sehr großer Mythos erfahrungsgemäß. Wenig essen ist nicht automatisch gleich mehr abnehmen. Das ist nicht der Fall. Die richtigen Sachen essen ist gleich gut fürs Abnehmen. Wenn du wenig isst, wirst du vielleicht in einem kurzen Zeitraum viel Gewicht verlieren,
Meiste davon ist aber Wasser und Muskulatur. Und das lästige Bauchfett geht nicht weg. Vielleicht hast du schon mal eine Diät gemacht oder einfach weniger gegessen, mehr Sport gemacht. Hast vielleicht noch ein paar Kilo abgenommen, aber irgendwie sichtbar hat sich nichts getan. Am Bauchbereich ist irgendwie das Fett gar nicht weggegangen. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen die inneren Oberschenkel. Das Fett war immer noch da, die Klamotten saßen immer noch genauso blöd. Und da hast du gedacht, hey, wofür mache ich das Ganze jetzt? Und das ist typisch. Du solltest dafür sorgen, dass du immer noch die richtigen Sachen isst. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Im richtigen Maße. Aber dann wirst du, so schnell es geht, fett. Das heißt, wenn du 2 Kilo abnimmst, geht dabei auch sichtbar wirklich was vom Bauch weg. Das Bauchfett wird einfach wirklich weniger und die Hosen passen besser. Und du schaust morgens in den Spiegel und denkst dir, nicht schlecht. Das ist dann wirklich ein Zeichen, dass du richtiges Fett verbrennst. Und so sollte es immer sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei uns auf Instagram posten wir jeden Tag 4 bis 5 Vorher-Nachher-Ergebnisse, jeden Tag, kannst du dir vorstellen, wie viele Teilnehmer wir haben, die nehmen dann 10 Kilo ab. Und bei diesen 10 Kilo kriege ich dann täglich Nachrichten von anderen Interessenten, die das dann sehen, diese Ergebnisse, und denken, hey, das sieht ja viel mehr aus als 10 Kilo. Das sieht aus, als hätte diese Person 15 bis 20 Kilo abgenommen. Das ist dann wirklich so. Weil wenn man 10 Kilogramm reines Fett verbrennt, dann sieht man das extrem gut. Dann sieht man einen extremen Unterschied. Wenn jemand sagt, ich habe 10 Kilo abgenommen, der sieht aber genauso aus wie vorher, dann ist es nicht richtig gewesen. Dann hat er irgendeine Crash-Diät gemacht. Und dann ist auch ein Jojo-Effekt quasi vorprogrammiert. Wenn du 10 Kilogramm reines Fett verbrennst, ohne großartig Muskulatur zu verlieren und Wasser zu verlieren, dann wirst du das auch extrem easy halten können. Das sollte der richtige Ansatz dabei sein. Das sind jetzt meine wichtigen Tipps. Das sind Sachen, die du niemals machen solltest bei einer Abnahme. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere, die wichtig sind. Das sind jetzt so 3 grobe. Es gibt natürlich noch viel wichtigere, die sind aber individuell auf dich angepasst. Das heißt, ich kann mir gerne mal deinen Alltag anschauen. Ich kann mir gerne mal anschauen, okay, wo stehst du? Was sind bei dir noch so Stellschrauben? Deswegen mach gerne jetzt mal ein kostenloses Erstgespräch. Geh jetzt mal auf www.henryzer.com. Mach gerne mal ein kostenloses Erstgespräch. Da sprichst du mit mir persönlich oder mit Experten aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, was bei dir vielleicht noch so die Stellschrauben sind, die man verbessern kann, und können dir kostenlos einfach mal helfen und kostenlos sagen, ob wir dir helfen können. Deswegen mach gerne mal das Erstgespräch, gib mir wieder einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wir hören uns zum nächsten Mal. Dein Henry und ciao.